Simone Kowalski überrascht Fans mit ihrem neuen Instagram-Post. Bei Germany's Next Topmodel waren die langen, blonden Engelslocken ihr Markenzeichen. Jetzt präsentiert sie einen neuen Look. Auf der Social-Media-Plattform zeigt sich die GNTM-Siegerin richtig verändert. Sie hat sich von ihrer langen, blonden Mähne verabschiedet. Stattdessen trägt sie die Haare nun kurz und in einem blassen Orange. Seit mehreren Wochen schon ist das Model auf der indonesischen Insel Bali. Was genau Simone dort macht, verrät sie ihren Fans aber nicht. Sie teilt auf Instagram aber immer wieder Bilder und Videos von ihrem Leben in der Sonne. Beim berühmt-berüchtigten Umstyling bei GNTM 2019 kam Simone damals noch relativ unverändert davon. Damals wurden ihr die Haare lediglich ein wenig heller gefärbt. Jetzt macht sie selbst einen Schritt in Richtung radikale Typveränderung. Bali Vibes, nach langem Kämpfen ist meine Haut endlich wieder normal, schreibt Simone zu ihrem Post. Die Farbe und Länge ihrer Haare hat sich zwar verändert, doch die schönen Locken sind immer noch da. Passend zur neuen Haarpracht trägt sie einen knalligen, orangenen Bikini. Fans und Kollegen von Simone Kowalski scheint der Look zu gefallen. In den Kommentaren wird sie mit Herz-Emojis überhäuft und bekommt ein Kompliment nach dem anderen. Ganz vorne mit dabei ist GNTM-Siegerin Jackie Wruck, die drei Herzchen kommentiert. Simone scheint ihre Zeit auf der Trauminsel auf jeden Fall zu genießen. Das schöne Wetter wünschen sich die Fans in den Kommentaren auch in Deutschland. Mit ihrem strahlenden neuen Look sorgt sie aber zumindest für ein bisschen Sommerfeeling. Ob die GNTM-Siegerin permanent auf Bali bleibt, verrät sie noch nicht. Ihr Leben in Deutschland hat sie aber vorerst hinter sich gelassen und konzentriert sich auf ihre Gesundheit. Immer wieder teilt sie inspirierende Nachrichten mit ihren Fans. Simone versucht, immer so positiv wie möglich zu sein. Ihre Lebensfreude war schon zu Germany's Next Topmodel-Zeiten ansteckend. Egal was passiert, lass dir von niemandem einreden, du könntest deine Träume nicht verwirklichen. So Simone auf Instagram. 2019 holte sich Simone Kowalski den Titel bei Germany's Next Topmodel. Danach wurde es etwas ruhiger um die schöne Blondine. Nach nur einem Jahr kündigte sie ihren gewonnenen Vertrag bei der Modelagentur 1 Fab.